One, two, three, fuck it. Befestigungs- und Zubehörset für meinen Anhänger bestellt von meinen neuen Wegrollsicherung. Da sind hier drei so eine Halterungen drin, mit denen man quasi am Anhänger irgendwas befestigen kann. Zum Beispiel eine Stütze und weil es nicht dabei war, ein Stützrad kommt auch noch dran. Das sind so Halterungen für diese Wegrollsicherung und ein Kastenschloss, um den Anhänger vor Diebstahl zu sichern. Ein Adapter ist noch dabei von 13 auf 7 Pol, weil ich eine 7-polige Anhängerkupplung habe, aber einen 13-poligen Anhänger gekauft habe. Ja, und ein Schloss war auch dabei für das Kastenschloss, um das Ganze vor Diebstahl zu schützen. Ja, das Schöne ist, und warum ich das gekauft habe, ist bei dem Anhängerfuzzi, bei dem ich den Anhänger geholt habe, die sind nicht besonders serviceorientiert gewesen. Die hatten auch am Ostersamstag nicht geöffnet, obwohl ihre Öffnungszeiten sagten, dass sie geöffnet hatten. Hat mich schon mal ein bisschen drüber ärgert. Und die wollten richtig Geld haben für den ganzen Quatsch hier, um das anzubauen. Und ich habe jetzt für das gesamte Set irgendwie 50 Euro bezahlt. Das Anbauen mache ich einfach selber. Und wenn ich das hätte haben wollen bei denen, hätte ich locker 200 Euro dahin gelegt. Und ja, selbst ist der mal ein Akkuschrauber und ein vernünftiger Bohrer. Und dann bohre ich mir selber Löcher an die Stellen, wo das hin muss. Und dann habe ich es erledigt. Ja, das war doch schon wieder bei mir aus dem Keller. Weiter jetzt mit dem Anhänger. Heute sind wir hier bei mir am Flugplatz. Was ich heute machen möchte, ist euch mein Setup vorstellen, und zwar so, wie ich es jetzt gebaut bzw. gekauft habe, um meinem Hobby gerecht zu werden. Und zwar habe ich gekauft einen Saris DV75. Das ist ein 750 Kilo Anhänger. Darum geht es, dass ich halt keinen Führerschein machen muss. Und warum ich mich speziell für das Modell entschieden habe, da ist er. Der ist halt besonders groß für 750 Kilo. Das heißt, der hat eine Breite von 1,35 Meter und ist 2,55 Meter lang. Wir haben am Wochenende uns in Storkow getroffen. Ich habe einen Kumpel mit nach Hause genommen, beziehungsweise ich habe ihn nach Hause gefahren, und stand meine EXC links, seine SMC stand rechts, und wenn wir die Beine zusammenrücken, dann passt hinten rückwärts in die Mitte noch ein drittes Motorrad drauf, auch locker die Größe von der SMC. Und dann hätten wir sogar noch das Gewichtslimit eingehalten. Also das heißt, ich kriege halt drei Motorräder weg mit meinem kleinen Auto, was natürlich mega cool ist. Ja, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und wie man sieht, die steht da ziemlich gut drauf. Der Hänger macht dieses Hobby natürlich jetzt deutlich entspannter. Also ich komme jetzt einfach überall hin. Ich brauche mit der EXC nicht hunderte von Kilometern fahren, sondern ich fahre einfach dahin, wo ich Bock habe, und lade das Ding ab und fahre dort. Das ist natürlich für den Verschleiß von dem Bock ziemlich geil. Vor allem geht es darum, wenn man so ein Motorrad fährt, verliert es natürlich, wenn es noch mehr Kilometer kriegt, als es eh schon hat, relativ viel an Wert. Und der Hänger hat jetzt, ich mit Wahl, nicht billig, aber er ist nagelneu.
Ich habe alle Anbauteile selbst geholt und angebaut. Ich habe die Anhängerkupplung komplett selbst angebaut. Ich habe im Grunde genommen alles selbst gemacht und bin damit quasi Anhängerkupplung, Anhänger und allem drum und dran bei ungefähr 1050 Euro angekommen. Und das ist halt echt nicht teuer. Also 1050 Euro für, ich kann künftig jedes Motorrad und mehrere Motorräder sogar überall mit hinnehmen. Ist doch mega cool. Ja, und jede andere Alternative, das heißt nämlich ein T5 oder irgendein anderer Transporter oder ein zweites Auto oder, wisst ihr, wie ich meine, das wäre halt alles deutlich teurer geworden. Und so habe ich jetzt einen Hänger, der einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich 30 Jahre lang hält. Und dafür sind 1000 Euro einfach nicht teuer. Also klar sind 1000 Euro erstmal viel Geld, aber wichtig ist doch, dass es für mich funktioniert. Und das tut es an der Stelle, das war eine Investition, die nötig war und die ich auch unbedingt machen wollte, schon seit echt langer Zeit. Und ja, ich wollte gleich noch eine kleine Ankündigung machen, und zwar mit den ganzen Jungs, mit denen wir uns jetzt am Wochenende in Storkow getroffen haben, haben wir uns ausgemacht, dass wir uns einmal hier treffen werden. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht zu laut. Ja, ich denke, ist klar, worum es geht. Und zwar geht es darum, dass die ganzen anderen Spots, an denen wir uns sonst so treffen, halt relativ... Naja, das ist halt jetzt in Storkow auch relativ eng und die Straße ist scheiße. Oder wir haben irgendwie insgesamt nicht genug Platz, um das zu machen, was wir gerne machen wollen. Und hier ist einfach so viel Platz. Wir könnten bei uns mit 200 Mann treffen und wir könnten immer noch fahren, ohne dass das irgendwie kacke wäre. Also das haut auf jeden Fall hin. Was ich euch eben gerade schon gezeigt habe, ist die ganzen Anbauteile, die ich geholt habe. Da sieht man es. Das heißt, ich habe ein Stützrad geholt, ich habe ein Kastenschloss geholt, ich habe hier hinten diese Stützen geholt. Warum ich diese Stützen geholt habe, ist... man kann, wenn man ein Stützrad vorne dran hat und hinten diese Stützen dran hat, dann kann man den Hänger beladen, ohne dass er an dem Auto angekoppelt ist. Das finde ich ziemlich geil, weil wer weiß, was mal ist, hast du keinen Platz, stehst du irgendwo in einer Parklücke oder so, macht sich das ziemlich gut. Einfach Stützen runter, das Rad runter, und dann kannst du einfach deinen Hänger beladen, ohne dass das Ding am Auto hängen muss. Ja, das sollte auch schon gewesen sein von meinem kurzen Exkurs zu meinem neuen Setup und zu meinem Anhänger. Neulich hat jemand gefragt, was für ein BMW das ist. Das ist in dem anderen Video zu sehen. Nur noch mal ganz kurz, das ist ein 316 Ti Kompakt. Warum ich das Auto behalten habe, ist, ich wohne mitten in der Stadt und ich habe ständig das Problem, dass ich einen Parkplatz suchen muss. Und bei uns ist echt wenig Platz. Und der passt halt überall rein. Darum ging's. Und ich krieg halt trotzdem den Anhänger ran und jetzt bin am Wochenende mit zwei Motorrädern hinten drauf gefahren und dem Anhänger. Es ist natürlich keine Rakete mehr, aber es fährt. Ist total okay, und ich glaube, ich habe jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 9 Liter gehabt. Mit zwei Motorrädern hinten drauf und dem Anhänger dran, also ist total okay. Verbraucht er halt 2 Liter mehr als ohne den Anhänger. Das ist völlig in Ordnung, damit komme ich klar. Ja, das war dann auch schon wieder von mir, von diesem wunderschönen Stuntspot hier. Ich hoffe, der Wind ist nicht allzu schlimm. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.